Ja, wie schon angekündigt, heute Ikoria Premium Promo Pack. Das PPP, das Premium Promo Pack. Premium Promo bedeutet, dass hier alles drin voll ist, außer natürlich der nicht vorhandene Token, der einfach nur ein Code ist. Und unsere erste Karte ist Entglittenes Selbst. Okay, 3 Mana Hexerei bei bestimmten Kreaturennamen. Ein Kartennamen, okay. Ihr durchsucht den Friedhof, die Hand und die Bibliothek des Gegners eurer Wahl nach bis zu 4 Karten mit dem bestimmten Namen und schickt sie ins Exil. Dieser Spieler mischt dann da seine Bibliothek und zieht dann für jede auf diese Weise aus seiner Hand ins Exil geschickte Karte einer Karte. Wow. Wenn man damit sowas wie Dark Depths ansagt, weil man darf auch Länder damit ansagen. Also gerade für mich als Legacy-Spieler ist das natürlich richtig krass, wenn man damit irgendwie Dark Depths ansagt. Nee, dann hat keine Dark Depths mehr. Uff. Wurde bestimmt ganz oft benutzt, um auch kurz zu sagen. Die ist gut. Dann haben wir ein Migrationsfeld. Dieser Name. 4 Mana Hexerei, durchsucht euer Deck nach 2 Standardländern, bringt sie getappt ins Spiel und mischt deine eure Bibliothek mit 2 Mana Umwandlung. Auch nicht bad. Auch nicht bad. Und unsere letzte Karte ist, wow, uff, ein Ketria-Triom, Waldinsel, Gebirge, also grün, blau, rot. Kommt getappt ins Spiel für 3 Mana Umwandlung. Die sind echt hübsch und voll. Ja, wie immer bei den Premium-Promo-Packs, bei den PPPs, das geht ein bisschen schneller, die sind ein bisschen kürzer, da sind ja auch nur 3 Karten drin, aber die muss man halt alle bereden. Und gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, aber ich sehe es. Ciao, ciao.